ihr göttlichen geistigen Wesen, die ihr stets um mich seid, die ihr in mir seid, die mich erhören. Ich sehe euch nicht mit meinen sinnlichen Augen. Ich höre euch nicht mit meinen sinnlichen Ohren. Ich kann euch auch nicht tasten und fühlen mit meinem gewöhnlichen Empfindungsvermögen. Aber tief in mir ist die große Gewissheit, dass ihr um mich seid, dass ihr mich erhört. Ich spüre einen Meister, der mich führt, mit einer Weisheit und aus einem Quell der Akasha, der mir heute noch nicht zugänglich ist. Aber eines Tages werde ich selbst aus diesem Quell schöpfen, den Quell, für den es keine Zeit gibt, keine Vergangenheit und keine Zukunft, wo alles in einem Moment zusammengezogen ist. Ihr Meister, der über meinem ätherischen Kopf schwebt, und ihr wunderbaren Engel, die ich fühlen und ihr Licht in mir erkennen kann. Ihr Naturgeister der vier Elemente, die ihr um mich seid und mich erhört. Mein Bewusstsein ist begrenzt, doch euer Bewusstsein reicht in Zusammenhänge, die ich nicht erfassen kann. Aber umso mehr ich euch um etwas bitte, und umso mehr ich mich reinige und kläre in meinem Mind, umso mehr werde ich von euch inspiriert und weiß, den ganzen Tag mich in der Form zu verhalten, Gedanken zu haben und Empfindungen zu hegen, die euch mir erschließen. Denn nur rein, klar und in höchster Verbindung mit dem Göttlichen kann ich überhaupt vor euch treten. Doch ich weiß, dass es für mich keinen anderen Weg mehr gibt, als mit euch zusammenzuarbeiten. Denn es gibt auch die anderen Reiche, die Dunkelreiche, die da sind, wenn ich mich nicht lichtvoll verhalte, wenn ich zu ehrgeizig bin, wenn ich zu bequem bin, wenn ich zu begierig bin, wenn ich zu ungeduldig bin, wenn ich in irgendeiner Hinsicht unrein bin, dann flößen sie mir entsprechende Dinge einzutun oder zu unterlassen, die unrein sind. Doch ich möchte immer mehr das göttlich-christliche in mir einfließen lassen, Tag und Nacht. Auch meine Träume
träumen und erkennen und erfassen und erinnern. Seid um mich, ihr Wesenheiten, führt mich auch diesen Tag. Seid mit mir und um mich. Und ich werde mein ganzes Potenzial in diesem Leben entfalten. Aus mir werden Möglichkeiten erwachsen, die ich gar nicht für realisierbar gehalten hätte. Unglaubliche Vitalität entsteht in mir, allein durch das Wirken von mir zu euch, von euch zu mir. Anderen Menschen kann ich ebenso dadurch ein Quell der Heilung sein und der Lebensqualitätssteigerung wie nie zuvor. Mein Glückspotenzial wächst von Tag zu Tag, mein Herz gesundet, meine inneren Organe gesunden, mein Körper wird immer reiner und kraftvoller. Und ich ernähre mich immer mehr von der heiligen Kraft des Prana, der ätherischen Energie, die mir zu wahrer Nahrung wird. Der Appetit auf nur irdische Nahrung lässt nach und ich ernähre mich so gesund wie möglich von Früchten, von Nüssen, von rohem Gemüse. Bitte erhört mich auch jetzt in dieser Sekunde und gebt mir im Lauf des Tages ein, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ich spüre es ganz deutlich. Und ich brauche auch die Kraft, mich nicht dagegen zu sträuben. Ich danke euch, ich danke euch, ich danke euch, ihr heiligen, wunderbaren Kraftwesen um mich. Ich danke Gott und ich fühle immer mehr Christus selbst in mir, in meiner Seele und in meinem ganzen Wesen. Danke.